Das ist eigentlich ein sehr interessantes Haus schon von der Geschichte. Wir befinden uns hier eigentlich in einer alten Klosterkirche des Dominikanerordens, dann später umfunktioniert zum Zucht- und Armenhaus, JVA bis 2005 und heute unter anderem Ort des Niederlausitzmuseums in Luckau. Diesmal beschäftigen wir uns mit den Vor- und Nachteilen von unterschiedlichen Lichtsituationen und ihren Auswirkungen auf die Oberfläche und Materialität von Gegenständen. Dafür fotografieren wir unterschiedliche Objekte, die im Museumsalltag vorkommen können. Wir haben einen Ziegelstein ausgewählt für grobe, strukturierte Oberflächen, ein Tierpräparat für textile Strukturen, ein Kunststofftelefon für manchmal glänzende Oberflächen, einen weißen Porzellanteller und eine hochglänzende Wärmeflasche aus Kupfer. Und jetzt sind wir bei Napoleons Wärmflasche. Das ist eines unserer kuriosesten Stücke. Und zwar handelt es sich ja eigentlich um so eine typische Kupferwärmflasche aus dem 19. Jahrhundert. Allerdings ist dort eingraviert, ich lese es vor, dem Kaiser Napoleon I. ward hiermit das Bett gewärmt, als er in meinem Hause Nummer 7 und 8 in Luckau übernachtete, 20. 21. Juli 1813, Peter Vogt. Also eine Wärmflasche, die ja vermeintlich, aber ich denke, es ist eigentlich so eine Geschichte, sowas denkt man sich nicht aus, von Napoleon benutzt wurde, als er hier in Luckau übernachtete auf seinen Feldzug 1813. Kienzle. Oberhammer. Halt, mit Handschuhen. Beim direkten Seitenlicht steht eine Lampe links oder auch rechts vom Objekt und strahlt dieses direkt an. Was nämlich hier der Fall ist, ist, dass wir ja so Einbuchtungen in der Oberfläche haben, wie wir es zum Beispiel auch bei Münzen oder so haben. Da ist es immer ganz gut, wenn man einen Helligkeitsabfall von der einen Seite zur anderen hat, weil man dann diese Struktur besser sieht, weil der Schatten ja nicht nur sozusagen vom Objekt selber daneben ist, sondern auch jeweils in der Rille drin ist ja auch jeweils Schatten. Und dann ist es leichter erkennbar. Für indirektes Licht richten wir die Lampe gegen eine Wand oder auf eine Decke und diese reflektiert das Licht dann viel weicher auf das Objekt. Oha, ja. Das ist jetzt, man kann ihn gut erkennen, aber die Schrift ist jetzt nicht mehr so prägnant. Da fehlt Licht und Schatten. Genau, weil das Licht ist ja viel weicher. Also das Licht ist immer so, man kann das natürlich auch nicht so sehr steuern. Das kommt jetzt von fast allen Seiten. Also in dem Fall kommt es ja wirklich einfach von einer Halbkugel sozusagen. Ja, ja. Also das ist das strenge Seitenlicht. Und das ist das Licht, das indirekte Licht von oben. Das ist einfach nicht mehr so gut. Das ist so Material wie Stoffe, Textilien, Taschentücher, Kleider und so weiter. Ist ungefähr so ähnlich wie eben Federn. Die können glänzen, können aber auch sehr, sehr viel Struktur haben. Deswegen haben wir sie ausgewählt, dass man da manche Dinge ganz gut sieht, wie man am besten Textilien und sonstige Stoffe fotografiert. Das heißt ja auch Federkleid. Das heißt Federkleid, genau. Also, das ist das von oben. Und das ist das von der Seite. Das hat beides so seine Existenzberechtigung. Ja. Vater mal. Kienzle. Ist keiner da. Oberhammer. Okay.
Kunststoff oder Plastik ist von der Oberfläche her so, es kann extrem glänzen und es kann aber auch relativ matt sein. In dem Fall wird es schon schwieriger. Also wenn es matt ist, dann kann man es fotografieren wie Holz oder den Ziegelstein oder sowas. Dann kann man das Licht einfach so lassen. Mhm. Wenn es glänzt, dann könnte es sein, dass es jetzt schon anspruchsvoller wird und das Licht schon nicht mal ganz so gut sieht. Also da sieht man jetzt hier an den Stellen, da glänzt schon ziemlich, wie wenn es lackiert wäre. Und vorne gleichzeitig ist es komplett flach. Ist jetzt ein ordentliches Bild. Wir wären damit nicht zufrieden, oder Lars? Ja, aber es hat einen zu blöden Helligkeitsverlauf, finde ich auch. Ja. Ach, das sieht gut aus. Also wenn wir die Wahl hätten, würden wir nur so Telefone fotografieren wollen, oder? Ehrlich, dein ganzes Leben? Ja. So, dann haben wir das Teller. Porzellan. Mhm. Ja, da haben wir wieder das Problem, wir sehen die Softbox natürlich drin. Bei direktem Licht von oben steht die Lampe hinter dem Objekt und strahlt dieses von oben bzw. hinten an. Oh, was hast du jetzt gemacht? Ich habe gerade gezaubert. Das ist das Bild. Ja. Ja, das ist gleich wie bei dem Metall. Es ist echt so ein Hauch vorbeugen oder zurückbeugen mit dieser Lichtfläche, die einfach auf die Lichtfläche des Objektes trifft. Und dann musst du halt ein bisschen rumprobieren. Yeah. Und wir sind mal wieder bei einem Licht und keinem Aufheller. So. Also man kann die Schrift aber gut lesen. Das ist das einzig Gute. Man kann die Schrift gut lesen und das war auch das Ding. Und was sieht man da noch Dunkles eigentlich? Man sieht tatsächlich das. Ah, einfach die Kirche, die ist so dunkel. Man sieht die Kirche. Das ist der Hintergrund. Das ist der Hintergrund. Diese Wurst, die da so ist. Die Wurst und das sind die Lampen. Also man sieht alles, was man nicht sehen will. Ja, ja. Und wenn ich jetzt ein rotes T-Shirt anhätte, dann würde man auch das rote T-Shirt drin sehen. Mhm. Aber sieht man dich hier drin? Nee, weil ich schwarz bin. Gut. So, wir sind beim Metall. Und? Funktioniert das Licht noch gut? Nee, überhaupt nicht mehr. Also wir würden jetzt definitiv einen Umbau machen. Wir haben hier die Softbox und bauen im Grunde ein Lichtzelt unterhalb von die Softbox, damit sich nichts anderes spiegelt als dieses Türweg. Und jetzt schauen wir, wie das wird. Ja, da sieht man auch nochmal einen großen Unterschied. Oh. Ja. Ja. Aber was ja ganz beruhigend ist, dass man mich nicht drin sieht. Ja. Ja, du hast das rote T-Shirt vergessen anzuziehen. Genau. Ja. Deswegen trage ich immer Schwarz. So, Ronka, was haben wir heute gelernt? Haben wir was gelernt? Na, hoffentlich haben wir was gelernt. Also, wir haben einfach drei verschiedene Lichtsituationen gezeigt, womit wir so einfach sehr, sehr weit kommen in unserer Erfahrung. Und wir haben aber natürlich gesehen, dass bei unterschiedlichen Objekten mal die ein oder andere Lichtsituation besser oder schlechter funktioniert. Es gibt nicht eine Lichtsituation, die für alles funktioniert, aber es gibt so bestimmte typische Lichtsituation.
Zack, zack. Das waren jetzt aber mehr als 30 Sekunden. Ja, stimmt. Ja. Mama wird gleich mal sagen, mach das mal ein bisschen schneller. Mhm. Gut, dann sind wir für heute fertig. Ja. Ja. Tschüss.